Das hier ist Basalt aus der Eifel. Und das hier ist ein Bier aus der Eifel. Und was die beiden miteinander zu tun haben, auch das ist eine spannende Geschichte. Mitten in der Vulkaneifel in Mendig kannst du die heiße Vergangenheit der Region hautnah erleben. Es geht abwärts. In 32 Metern Tiefe erwartet dich ein Netz von Lavakellern mit einer Höhe von bis zu 20 Metern. Wir befinden uns hier jetzt in einem Lavastrom. Vor 200.000 Jahren ist der Wingertsberg-Vulkan ausgebrochen und wir stehen jetzt in einem Lavastrom drin. Über uns, da befindet sich eine Schicht von 20 Meter BIMS. Die ist entstanden vor 13.000 Jahren vom Laacher See-Vulkan. Dann musste man damals durch diesen BIMS sogenannte Schächte graben. Schächte wurden gegraben von Frauen und Kindern, da der BIMS sehr leicht ist. Wenn das fertig war, ist das zugemauert worden wie ein Riesenbrunnen, damit der BIMS nicht zusammenfallen kann. Die Lava ist zu Basaltsäulen mit sechseckigem Grundriss erstarrt. Eine schöne Laune der Natur. Übrigens sind die Lavakeller der Osteifel ein riesen Fledermausquartier. Im Winter kannst du die Tiere unter der Decke hängen sehen. Der Mendiger Basalt prädestiniert für Mühlsteine. Die im Gestein eingeschlossenen Luftbläschen bilden scharfe Kanten, die das Mahlen erleichtern. Deshalb waren die Mühlsteine weltweit gefragt. Die fast fertigen Steine wurden mit Hilfe sogenannter Göpelwerke durch die Schächte nach oben gezogen. Wegen der Lichtverhältnisse erfolgten die Feinarbeiten über der Erde. Im Lavadom kannst du noch viel mehr zum Thema Vulkane in der Eifel entdecken. Einen Vulkanausbruch, die verschiedenen Vulkangesteine und die Arbeit von Vulkanologen zum Beispiel. Was das nun mit Bier zu tun hat, sehen wir jetzt. Im 19. Jahrhundert entdeckten Brauer die Lavakeller mit ihren 6 bis 9 Grad Celsius als Lagerstätten für Bier. In der Spitze gab es 28 Brauereien, heute nur noch eine. Die alte Kühlanlage steht noch und kann besichtigt werden. Die regionale Brauerei nutzt den Keller heute wieder. Besondere Bierspezialitäten reifen dort in Eichenholzfässern. Natürlich wird heute mit neuester Brauereitechnik gearbeitet. Der Gerstensaft wird in Stahltanks gelagert und reift zum süffigen Eifelbier. Prost! Nicht nur die Lavakeller sind faszinierend. Im Vulkanpark kannst du noch viel mehr steinreiche Osteifel erleben. Lust auf weitere spannende Geschichten um besondere Steine aus Rheinland-Pfalz? Dann klickt euch ins nächste Abenteuer.